Und hier ist jetzt der Eingang, ja? Ach, das sieht aber schick aus. Okay, das sieht wirklich schick aus. Aber so anfangen können wir ja ein bisschen reingehen, ne? Nicht zu tief. Oder? Ist ja noch nicht ganz verseucht. Okay. Oh, da sind die Pilze. Harvin, hier sind Pilze. Kann ich die auch sammeln? Jawohl, mit Triceratops. Einmal ein Sauber. und zwei. Oh, leck. Ich habe keine Lecks. So. Doch, kommt hier sofort. Hier, wo ich ungefähr bin. Ja, geht Ja, ihr die unten. zuerst? Ich gehe mal hinterher. Also wenn die Höhle dann anfängt sozusagen, ne? Wenn er den unteren Bereich lädt, ja. Okay, also ich muss sagen, das war doch ganz gute Idee, mit dem Triceratops zu gehen. Weil wir wollen ja noch was ziehen und ich habe jetzt eigentlich alles mit Ja, Pilze und. Fässerleit, da musst du auch von den Pilzen was sammeln. Ich habe jetzt alle Pilze, glaube ich. Ja. Ja. Den Rest nehmen wir mit nach Hause wieder. Ja. Ach, das ist ja auch gar nicht so weit weg. Das ist ja echt schön. Ja, warte, Tiger. Tipsa, tipsa, tipsa. Der rennt so komisch, ne? Das sieht so unnatürlich aus. Kommt noch ein oh, Jetzt habe Lade. ich Leck, ja. Ja, leck. Jetzt hat die komplette Höhle geladen. Ja, sehr schön. Das ist ein Stein. Ah nee, das ist ein Pilz. Das kann ich auch sammeln. Ach, wie schön. So. Ne? Wir wollten Gems, ne? Gems und da, wo wir die Gems jetzt suchen gehen, Mhm. da rennen auch Spinos rum. Das macht ja nichts. Hab Wenn ja ich zu zwei schnell bin, Rechse sag mit. Bescheid. Ja, du bist zu schnell. Normal laufen, kein Sprint. Drei ist doch langsamer. Ja, aber ich wollte nicht bei jedem Ruckler ein Rex-Gesicht an meinem Arsch haben. Ja, klar. Din, din. So. Und wenn ihr Lootstrahlen seht, siehst du, Enterhaken habe ich vergessen. Scheiße. Assiste. Weil hier gibt es auch diese Lootstrahlen, die du auch in Aberration hast. Und Black meinte, wir sollten da mal, und haben ihn auch, glaube ich, wir sollten da mal die mal öfter looten. Eventuell kriegen wir da die Blueprints für Schutzanzüge in besser. Ja. Ach so, ja, natürlich, klar. Das ist eine super Idee. Einmal nach rechts gucken, nach links meine ich. Oh, da sind die Krabben. Rechts ist eine Krabbe. Und Krakenhaus, ja. Spino. So, wo ist Spino, mein Level Ok? Ach, 30. mein Okula funktioniert hier nicht. Doch. Ach, scheiße, ich habe getrunken aus Versehen, ey. Level 30. Kannst ja nachfüllen. Wasser ist ja hier. Ja, mache ich, glaube ich. Hat's nicht gemacht. Hundertvierundsiebzig. Oh. Die Krabbe. Ist hier nur Taschending. Es ist gefährlich hier. Mein Dings leuchtet. Müsste gleich ausgehen. Ja. Also eine Krabbe braucht man nicht, ne? Nein. Die sind so Schwierig zu tamen. unnützig, unnütz, Ja, nützlich. irgendwann kannst du die bestimmt dir holen, zähmen, was auch immer.
Aber für uns ist erstmal Priorität zum Beispiel, dass wir den S-Plus-Transmitter kriegen. Ah, da war die Metrodon, ne? Auch süß, die Dinger. Geradeaus auch einer. Und da ist so ein Zitterall. Ja, nicht ran. Der Top ist er. Zitteraal macht Aua. Ich weiß. Der eine ist 114. Ist der Der andere? linke, ja, genau. Der linke Weil. ist 114. Der rechte ist 24. Ja, und wie wir es mal pullen irgendwie, ne? Aber wollt Warum? ihr. Brauchen wir doch Ach nicht. ne, braucht man nicht, okay. Oh, ich habe viel zu kurze Beine hier. Ja, bei uns waren nur die Knöchel nass, bei dir der Bauch. Guck mal hier auf dem Pilz, was da sitzt. Auf welchen? Ah, oben. Ach da. Oh. Das, ne, den mag ich nicht so, die. 24er Spino. Aber die Hunde gibt's hier nicht, oder? Doch. Echt? 168 Spino. Oh. Weiblich. Oh. Oh, brauchen wir. Ich habe hier oben einen Lutstrahl. Ich bleib hier bei Haven. War alles primitiv. Da bei dem Kakinos oder was? Ja. Da wo ich gerade hinlaufe. Okay, bleib mal stehen. Du hängst. Jetzt hat's getroffen. Oh, einer tankt, der andere schießt. Und ich laufe weg. So ist der Plan. Abi, lauf, 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 lauf einfach. Oder bleibt auf dem Rex eben sitzen. Muss nur sagen, wenn er zu viel Schaden hat. Also ich brauche keinen Schaden. Ich Der rennt auch sowieso gleich weg, der Spino. Ist ein Fluchttier wieder, wenn er zu viel Top hat. weiß. Und der hat einfach gute rechte und linke Ausdauer. Jetzt rennt er. Oh, der Arme könnte sich nicht entscheiden. Oh, leck. Weil ich konnte definitiv nicht absteigen. Meiner steht nämlich auf neutral, der hätte den sofort gebissen. Meiner ist auf passiv. Was läuft da hier? Nein. Aber hier war irgendwo dieser komische Barre. Ach, hier auch nichts. Den habe ich gerade gefressen, aber hinter mir ist Achso. noch die Elektro. Ja, genau. Schlag mich tot. Ja. So, halt, Achtung, ich schieße den letzten. Ja, okay, er liegt. Oh, da liegt der. Sehr Beim schön. zweiten Lauf wollten wir ein Dings runter. In den verseuchten Teil, genau. Ja. Und wenn es klappt, alles vorher noch Spino zähmen. Weil da kannst du mit den Dinos, die wir jetzt haben, nicht runter, weil die gehen kaputt da unten. Die kriegen noch Strahlung ab. Und die Aberration-Dinos, die sind immun dagegen. Ach so. Deswegen, das ist ja das Problem. Hatte gerade einen Punkt, Das jetzt habe wusste ich ich keinen irgendwie mehr. nicht. Ja, so. Wieder was gelernt. Wir können auch gleich, wenn wir den hier gezähmt haben, dann packen wir den ein und gehen weiter. Da kommen auch noch Bulldogs und alles. Ja, da wollte ich ja mal Ja, einen Bulldogs hier. kannst du Pärchen Hier, zähmen. die sind hier, zwei Stück.
Was ist da zwei Stück? Eine Bulldog. Ah, nee, doch, nee, was ist das? Anglerfisch. Anglerfisch? Alter. Ja, pass auf, der beißt dich. Alter, echt? So nah am Dings. Also echt, okay, ich dachte, das sind die Bulldogs. Ich dachte, okay, sind die verbuggt hier. Nee, die schwimmen nicht. Also nie im Leben hätte ich gedacht, dass hier ein Anglerfisch im Fluss steht. Doch, und vorhin schon zwei kaputt gewesen. Ich hatte. Okay. Ja, so passt sie auf, hä? Ja, habe ich geguckt, habe ich erkannt. Aberration her noch. Der kommt wieder Im zurück. Im Wasser. Oh, da ist eine. Siehst du, da ist was Böses. Aber das Coole ist, ich mit meinem Triceratops kann ich nur sagen, kannst du da kaputt machen? Da kaputt machen. Das kaputt machen. Weil gestern, wo ich hier, genau hier an dieser Stelle lief, hier gestern eine Alpha-Kakinus 105 rum. Hm. Ja, die hätte ich alleine nicht geknackt. Nee, zu zweit wird's dann schon haarig. Ja, obwohl, ja. Aber ja, aber ist das nicht so bei denen, dass die eigentlich relativ schwach sind? War das nicht so? Also, nein. Alpha ist immer stärker. Ja, ich ja, weiß. Du musst auch bedenken, wir haben primitive Sättel, ja. Wir haben noch keinen überragenden Sattel an, der 100 noch Rüstungswert hat. Ja. Okay. Anglerfisch, ey. Hätte ich nie gedacht. Echt jetzt. Oh Mann. Was für ein Noob. Echt. Heftig. Aber die geben doch was. Was gaben die Anglerfische eigentlich, wenn man die gekillt hat? Anglergel. Anglergel, genau. Gott, ich habe schon Ewigkeiten nicht gespielt. Ewigkeiten. So, wenn er wieder eben aufpasst, kann ich mal hier seinen Rex ein bisschen hoch pushen wieder vom Leben her. Also das ja, Spino... der Spino hat ganz schön gut ausgeteilt. So. Die sind, wenn die sich auf die Hinterbeine stellen, die hauen richtig übel zu. Ich weiß, und er war noch im Wasser auch noch. Aber er hat Neptuns Segen nicht gehabt. Habe ich nämlich extra geschaut. So, der Spino. Stell den erst ein, bevor du den wegpackst, ne? Ich weiß. Hast du das gehört? Der Dreck getrunken. Jo. Das müssen wir einpacken. Pack den mal ein. So, eingetütet. Es ist. Der passt sogar in der Kaffeedose. Ja. Witzig, ne? Aber schon nice hier, ne? Aber es ist immer noch so komisch nebelig. Das nervt ein bisschen. Wirst du hier auch nicht rauskriegen. Na, der 114er Spino hängt ja noch immer. Hä? Der hing gestern auch schon hier. Oh. Da ist ein Baum umgefallen. Ja, habe ich mich auch gerade gewundert. Ach, da unten ist ein Spino. Ein 60er. Also diese Anzüge sind meistens ab lila. Naja, aber vielleicht ein paar andere Sachen. Ja, hier ist das. Ich muss ein bisschen langsamer. Hier ist ein 108er Ovis. Hier links neben mir im Busch. Falls du das sehen möchtest.
Du fragst jetzt mich oder wie? Ja. Süßer Gemüsekuchen. Sonst haben wir nicht bei. Bären? Nö, das brauchen wir. Nö, der nimmt nur Küchen. Okay. Knapp. Ja, mach die Malle, haben wir mehr Fleisch. Ja, genau, hier ist das. Schon schön. Hier ist ein Hund. Ah ja. Okay. Level 30 nur. Ah, und hier ist jetzt der Eingang, ja? Ach, das sieht aber schick aus. Okay, das sieht wirklich schick aus. Aber so anfangen können wir ja ein bisschen reingehen, ne? Nicht zu tief. Oder? Ist ja noch nicht ganz verseucht. Oh, ist das schön. Oder doch, das ist doch direkt verseucht, oder nicht? Erzähl mal was. Komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Ja. Ah ja, ich sehe schon. Ich hab schon gesehen, ja. Okay, also hier ist der Eingang, okay. Trotzdem irgendwie. Einer der Eingänge. Ja. Ich wollte gerade sagen, einer. Ja, einer, ja. Das, Oh, ich bin noch immer radioaktiv. Hält auch noch eine Zeit nochmal. Immer schön Ausschau halten wegen Fässerleit. Tja, der Weg ist aber zu Ende, ne? Oder? Bin hier ja auch lang gelaufen. Ach so? Ja, ich weiß ja. Nicht. Irgendwie musste ich ja an dem vorbei. Ich komme hier nicht durch. Oh, jetzt hänge ich so bescheuert, warte. Jetzt? Oh, echt jetzt? So. Ja. Doch, doch. Ich hab's. Alles gut. Hab geschafft. Danke, Harvin. So, wir sind außerhalb der Reichweite vor dem Wreck. Mhm. Wie bitte? Das tue ich nicht. Kurz vor, bevor du auf dem Boden landest. Absteigen. Scheiße, und wenn das nicht klappt? Dann läuft du oben weiter. Harvin lernt klettern hier. Ich sehe das schon. Der Kletterrex. Ja, genau. Okay. Na dann. Nur mit dem Unterschied, der Harvin steigt nicht ab. Das hat weh, hä? Ein bisschen. Oh, jetzt wartet mal bitte. Kurz, ganz kurz. So, okay. Mhm. Nee, noch nicht. Scheiße. Jetzt haben wir. Ja. Okay. Oh, ein weißer Lot. Nee, oder? Weiß, ne? Das ist weiß, leider. Ich guck trotzdem rein. Mach das. Ja. Ein Schlafsack. Ja, siehst du, der kann man doch gebrauchen. Der liegt da bei den anderen Sachen. Ja, ja. Da hinten leuchtet lila. Level 60 Spino. Hier bin ich gestern auch mal eben kurz reingegangen, um zu gucken, wie tief das Wasser ist. Und das ist. Das geht gerade, eiskalt gerade runter. Ich vermute, das ist eine Verbindung zu diesem Unterwassermeer. Die steigt eiskalt ab. Na, ihr seid doch da. Jetzt nicht mehr. Oh. Ja, hallo, da drüben ist ein lila Lichtstrahl. Mhm. Ja, machen wir. Ah, okay. Level 30 Spino. Ich habe jetzt nicht gesehen, wo er. Ach, da ist er. Okay, bestimmt. Bestimmt da, wo es leuchtet. Echt drauf. Mhm. Das ah, ist, guck, dann hat sich die Aktion doch gelohnt. Yeah! Ist, das heißt, wir brauchen die Kiste. Doch, wir brauchen trotzdem die blauen Steine, wa? Ja. Ja, wir können Farben herstellen. Also jetzt für eine Einmalrüstung.
Da hinten hast du Pilze, ne? Das wollte ich sagen. 41, 72. Wo ist der? Der ist unter deinen Rex. Da, jetzt. Ja, weil ich bin aus Versehen gerade auf den Rex aufgestiegen. Mhm. Oh, da freut er sich, ne? Oh, das hört man ja. Oh, voll aufgeregt. Der ist auch schick. Nee, aber wir kommen der Nanny ein Stück näher. Ja, das wird schon alles. Piep, piep. Mick, mick. Glowtail wäre noch schöner, ja. Ja, wir gucken hier so ein bisschen. Glowtail steht erstmal hinten an. Ich weiß. Mal hier das Moped. Hey, bleibst du hier? Ah, gefüttert. Haha. Und die Cat, guck mal. Die Cat. Ich bin ganz ruhig. Keine Sieht Ruhe, man das wa? Nicht? Sieht man das Total. Nicht? Total. Ich bin voll ruhig, voll entspannt. So, sauber. Jawohl, geht's für ihn. So, komm dann her. Nehmen wir den komm mit. Her. Verhalten. Ach, jetzt erstmal alles einstellen. Bleibst du wohl hier? Bleibst du hier? Ich würde mal gerne hier noch gucken. Setz dich habe ihn auf die Schultern und guck mir, dass wir noch ein, zwei mitnehmen. Ich habe ja noch 3 Pokebälle. Ja, ich bin so mutig, hier einfach so abgestiegen, ohne zu gucken. Aber anscheinend ist das so Anfängerding, das? Ne? Hier. Nee, eigentlich nicht, aber hier ist wirklich harmlos, die Ecke. Ja, ist ja wirklich, ne? Hm. Nee, der Aberration-Teil allgemein. Ach so? Ist harmlos hier. Das Grüne, ja. Es gibt auch wilde Ecken, was ich so im Video gesehen habe. Mhm. Naja, ich mach mal den noch. Oh. Das ist ein Rex hier. Ein hab's und weg wäre. Nee, nee, nix da. Nicht stolpern, bitte. Nicht husten. Pups, bam. So ein Göttel auf den Kleinen. Alter, die Cat, die hat echt 16 Punkte auf Nahkampfschaden gemacht. Sicher erst jetzt. Ja, ich hab mich, ich könnte mich. Harvin hat nur 2, ich hab 0. Ja. Nahkampfschaden habe ich nie. Tja, durch nie also liegt drauf. Mich, liegt euch nicht mit mir an, so. Hast du bestimmt extra gemacht wegen Kotzer, ne? Damit du zurückbeißen kannst, beißen, schlagen. Ja, das war doch Black. Nee, Kotzer. Ja, Kotzer hat mich auch gehauen, ja. Ihr haut mich alle noch hier, ey. Das ist unglaublich. Weißt du, was wir gemacht haben an dem ersten Abend, wo der auch dabei war? Nackig, dann die Holzknüppel in die Hand und dann in der Hocke und dann go, wer als erster umfällt. Ja, alles klar. Nee, das ist eine schöne Beschäftigung, ne? Oh, wir haben uns so kaputt gelacht, ne? Und der Black war, in dem Moment war der Black unterwegs mit Metallform, habe ich mir auch nachher gedacht, das ist scheiße. Oh, komm schon. Oh, das ist irgendwie entspannend, hä? Mhm. Ja. Schaukelst du eine Runde? Alter, aber das hat irgendein da gerade gehabt. Okay. Oh, ich habe mich keinen Millimeter bewegt. Ja? Du musst ihn aber anmachen, Harvin, ne? Gut, dass mein Rex da stehen geblieben ist, obwohl der auf neutral ist. Außerhalb der Reichweite. 10 Minuten. Außerdem kommt er nicht durch die Stacheln. Der rennt drüber, der Rex. Kann passieren. Der macht sich ganz viel Aua, aber er rennt drüber. Na schön, man kann sehen, wie viel Torpor ist, ne? Ist schon cool. Ist dein. Ja, Leben hat sich aber auch noch nicht erholt. Ja, wird aber sich das auch nicht wird erholen. Reichen, ne? Och, echt jetzt. Genau vorne in die Schnauze geschossen, kein Hit, ey. So, noch einmal, oder? Oh. Ja. Super. Der schaut natürlich raus. Das macht nichts.
So, hau direkt das Zeug rein zum Themen. Ja, so ja, krieg 32 auf Damage. Ne, die hat er ja schon, die 32. Das ist mir wurscht. Für deine Punkte, das ist... Das ist der Grundwert. Je höher dieser Grundwert ist, desto höher ist die Chance, dass du den Maximalwert erreichen kannst. Genau, also es ist halt so, dass die dass sie im Wildnis leveln irgendwo welche Werte, ne? Und das ist schon das cool, ist Zufall, wenn der das ist reiner Zufall. Ja. Aber es ist schon cool, das kommt mal Speed und Nahkampf, ne? Und Stamina. Sag ja, wenn du so wilde Dinos siehst, die einen Grundwert schon über 30 haben, dann ist das schon fast ein Sechser im Lotto. Vor allem bei Rexen. Guck mal, hat schon 40%. Okay, ab jetzt ist der. Jetzt warten wir, ne? Ist der jetzt Karo, oder? Nee.